Willkommen zu einem magischen Moment mit Twine und mir, Seraphon LP. Wir sind immer noch hier in der, glaub, Gruft der Verdammten heißt dieser Ort. Und so hört er sich auch an, ne? Wir zünden jetzt diese Fackeln an. Treffer. Hm, wie komme ich da am besten dran? So. Haha. Whisky, aber vom Erfolg gekrönt. Die einzige Frage ist, wie kommen wir wieder zurück? So. Haha. Spektakuläre Manöver. Und nein, Leute, ich hab nicht geübt. Da ist hier eine Truhe. Die will ich haben. Ein Geheimnis. Wie habe ich noch in der letzten Folge gesagt? Vielleicht werden wir ein Geheimnis finden. Und ich kann mir vorstellen, wie wir drankommen können. So. Das hält niemals. Okay. Ah, da ist gleich das spektakuläre Manöver wie eben. Na? Gib zu, ihr habt mich schon tot gesehen. Armschützer. Mal gucken, was bringen die? Mindert den Schaden von Armtreffern. Ja, okay. Gut. Ah, nee. Ich dachte an dieser Planke. Moment. Ich dachte, hier können wir uns noch festhalten, aber hier macht es ja nichts, dass wir runtergefallen sind, denn... So, hier macht es ja nichts, dass wir runtergefallen sind, weil... ja, weil hier gleich ein Checkpoint ist. So, festgehakt. Alles klar, rüber da. Klappt doch. Wenn man es will, dann klappt es auch. Und wir wollen nicht. Doch, glaube ich. Ich glaube, dass ihr Fortschritt wollt, oder? Oh. Hallo, du. Ah, ich sehe schon. Aua. Okay, aufpassen. Out. Damn it. Gar nicht so einfach der, aber zum Glück haben wir einen Checkpoint. Klappt. Out. Man könnte es jetzt als Cheaten verwenden. Wir haben Checkpoints, der Gegner nicht. Oh. Hey du. Du klemmst uns ein. Ha, bin wir dich. Puh. Es hat geklappt. Sieg! Jubel! Freude! Okay, ich gehe nochmal kurz dahin. Ja, um mir vielleicht einen kleinen Heal zu holen. Wir müssen hier raus. Ja, klar. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha! Es muss Essen im Schloss geben. Auf zum Schloss! Na, ich dachte, das kann man vielleicht... Diese Brücke hier kann man vielleicht einstürzen lassen. Hebel benutzen, E. Ich sehe da unten ein Secret. Na, wie benutze ich... Ach so. Das ist ein bisschen schwierig hier mit der Tastatursteuerung. Ich muss E und D gleichzeitig drücken. Haha!
Secret Hunter. Secret Hunter Seraphon ist unterwegs. Alles klar. Gut, aber Leute, ich muss hier einen kleinen Cut machen. Glaube ich. Oder? Na, auf jeden Fall verlassen wir diesen Ort erstmal. Wir haben es geschafft. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Mhm. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Und als die Gegner auch Checkpoints verwenden durften. Und die Helden es immer diese Heiltränke verwendet haben. Schlimm, schlimm ist diese heutige Zeit. Schlimm. Aber Leute, ich muss mal einen kurzen Cut machen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Für euch ist keine Zeit vergangen. Für mich sind 5 Minuten vergangen. Ja, ja, so ist es das. So ist das mit dem Let's Play. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Okay, aber kannst mir eine kleine Frage beantworten? Welche Armee? Und? Gut, das hat geklappt. Was gibt es hier zu finden, beziehungsweise wie viel gibt es hier zu finden? Mal gucken. Also es gibt 30 Violen, 20 Gegnererfahrung. Guter Standard. Oh. Scheiße. Aber das macht nichts. Das sieht schlimmer aus, als es ist, wollte ich sagen. Denn diese Küste bewahrt uns vor größerem Schaden. So. Quetsch. ich denke, ich platziere die Kiste ein bisschen weiter hinten. So, damit wir auch von mir aus auch so. Na, kann sie es hier nicht? Nein? Wie machen wir das? Ah, so. Oh. Wow. Es hat geklappt. Es hat alles geklappt. Kein Grund zur Sorge. Ich bin Fachmann. So. Zauberer, platziere die Kiste so. Autsch. Ah, naja, wir haben es irgendwie geschafft. Hör auf, Feuer zu speien. Das macht ein ordentliches Skelett nicht. Das können Drachen machen, aber du nicht. Ifrit zählt auch noch zu denen, die das dürfen. Trotzdem nicht der. Ich kann mir vorstellen, dass diese Plattform absinkt. Ja! Ich hab's noch gesagt. Ihr habt's noch gesagt und da passiert's auch. Tschüssi! Och nö! Stopp! Wollte eigentlich rammen, aber ich habe erst die kurz die falsche Taste betätigt. Ja. Ne, andersrum. Genau. Das wollte ich erreichen. Die halten mehr aus, oder? Habe ich zumindest den Eindruck, dass sie jetzt mehr aushalten. Okay, hier kommen wir locker weiter. Zauberer, wir brauchen eine deiner Kisten. Okay. Na, den werden wir erstmal los.
Zauberer, wir brauchen deine Kiste. So. Keine Bierkiste, sondern eine ganz brutto-normale Zauberkiste. Ganz normal, gewöhnliche Zauberkiste. Nein! Das wollte ich haben. Genau. Wollte schon sagen, ich kann doch noch eine beschwören. Ich bin manchmal ein Idiot, wisst ihr? Meine Güte. Ach, kommt. Nochmal hier runter. So. Wieder drehen. Schurken ranhängen. Diebin ranhängen, nicht so, Kind. Ich hab, glaub ich, ein bisschen zu viel World of Warcraft gespielt in letzter Zeit. Kann das sein? Ja. Komm doch. Gerade ging's doch auch. Naja. Uah! Nein. Nein. Ich sollte schon vorsichtig sein mit dem, was ich tue. Ein falscher Schritt und es heißt zurück ins Grab. Das war gerade eine kleine Anspielung an ein... an ein Spiel. Ein Might and Magic Spiel. Mit fürchterlicher deutscher Synchronisation. Ihr glaubt, die Synchros von heutigen Spielen wäre schlecht? Dann guckt euch mal das Intro zu dem Spiel, das deutsche Intro an. Ja, meine Güte. Dann bitte, dann noch eine Kiste. Oder so halt, genau. Oh, gerade hatte ich Glück. Ja, schaut euch mal das Intro an zu Crusader of Might and meine Güte. Gerade will's auch irgendwie nichts, ne? So. Her mit der Kiste. Nicht runterfallen. Also, was ich sagen wollte, schaut euch mal das die deutsche Synchronisation zu dem Spiel Crusaders of Might and Magic an. So, dann wisst ihr, was schlecht ist. Ihr kennt ja vielleicht den Sprecher, den deutschen Sprecher von, guck mal. Von, wow. Was? Was hat mich jetzt erwischt? Den deutschen Sprecher vom Spiel... Ach du Scheiße, sind die gefährlich. Man merkt, das Spiel sieht an. Runter! Wow. Und trotzdem vorsichtig bleiben. Ihr kennt ja Half-Life 2 und die deutsche Stimme von Barney. Ich denke mal, dass ihr den kennt. Dass ihr den deutschen Sprecher kennt. Zumindest schon mal gehört habt. Und ja. Der spricht den Haupthelden in dem Intro, den Off-Erzähler und den Gegner gleichzeitig. Das klingt unfreiwillig komisch. Und während ich hier so erzählt habe, habe ich es einfach mal überlebt, hierher zu kommen. Tja, ich glaube, ich sollte häufiger mal einfach mal spontan irgendwas erzählen und trotzdem weiterspielen. Und ja.
Geh aus dem Weg, verdammt nochmal. Musste das sein, ne? Ah! Ich hab gar nicht gesehen, was ich damit bewirkt habe. Da ist was, was ich haben möchte. Wie kommen wir da am klügsten dran? Haben will, haben will. Erfahrungsfiguren sind immer toll. Aber leider kann ich hier nichts einstürzen lassen. Haben will, haben will. Nee. Naja, vielleicht muss ich diese eine Fiole mal ausnahmsweise auslassen. Dafür konzentriere ich mich bei jeder anderen darauf, sie zu holen. Wie bei der? Uah! Wow! Mache das einfach mal so. Und lass diese Kugel meine Gegner vernichten. Ah, einfach mal raus aus dieser Misere. Okay. Und Hebel umlegen. Öffne die Tür. Und lasst mich raten, die hat ein Zeitlimit. Immerhin war, ist ein Checkpoint dort. Ah, sehr schön, ein neuer Levelaufstieg. Kann ich dieses große Ding? Nein, das kann ich nicht drehen. Brauche ich es aber auch nicht. So, dann gucke ich mal, wie ich die Punkte investiere. Er könnte mehr Kisten oder mehr Planken beschwören. Sie kann leider nichts upgraden. Er kann Schwert und Schild verbessern auf Flammenschwert. Gut. Okay. Somit haben wir das. Was das hier betrifft, da gucke ich mal beim nächsten Mal. Oder vielleicht spare ich hier auch auf die drei. Auf die. Das nächste. Ah. Boing. Naja, wenn es so sein muss. Ah, sehr schön, hier ist ein Setpoint. Ja, aber man merkt, das Spiel zieht an, ne? Das Spiel wird complicated. Ja gut, nicht complicated, aber es wird auf jeden Fall schwieriger. Wow. Richtige Geschicklichkeitsparts, wo es schnell sein muss. Gibt es jetzt auch hier, was mir natürlich nicht missfällt. Mir gefällt es. Kiste. Und? Nein. Nochmal. Nochmal! Nein, nicht so. Aua. Oder kommen wir anders daran? Wir werden es sehen. Erstmal würde ich sagen, Hebel umlegen. Das öffnet diesen Weg. Okay. Ach nö. Ja. Ah, das könnte helfen. Nein. Da. Nimm das. Blödes Hindernis.
und öffne mir die Möglichkeit, eine Truhe zu erhalten. Versauberter Gesundheitskristall. Erhöht den Schaden einfacher Schwerter und Pfeile. Nehme ich. Okay, dann gibt es hier erstmal nichts mehr zu tun. Ich kann nach unten. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich aber hier einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann weiter in die Tiefen geht. Bis dahin, euer Serra.